geht Schlag auf Schlag. Wir sind schon beim zweiten Lauf. Und damit bei Sarah Lager, Alina Schuck, bei Mareike Arndt, Alex Guschino, Alina Schuck habe ich gesagt, Sarah Lager, Alison Rieser, Marte Koala und Anna Maywald. Das sind die Plätze in der Gesamtwertung bis hin zur 16. Maywald, beginnend bei der 10. Arndt. Es sind 7 Athletinnen. Sarah Lagers Bestmarke. 6.083 Punkte. Sie hat ein Guthaben. Möchte sie rein auf ihre Bestmarke losgehen, dann müsste Sarah Lager knapp unter 2.17 laufen. Sie kann aber 2.13 laufen. Also setzen wir einmal die Erwartungen höher. Sie liegt gegenüber Alina Schuck 0,7 Sekunden zurück. Also die Ukrainerin, die sie ja auch im Nachwuchs immer wieder bei den Großereignissen als Gegnerin hat, ist in Reichweite. Im nächsten Lauf kommt dann erst Adriana Rodriguez. Also die beiden müssen der jungen Kubanerin was vorlegen. Lager liegt derzeit auf Rang 13 in der Gesamtwertung. Kann man vorstellen, dass vielleicht da noch eine Verbesserung möglich wäre. Schuck macht einmal das Tempo, Lager auf Position 3, etwas abgerissen schon, Marte Koala. Schnellste Bestleistung hat Alison Rieser, die hier auf Position 2 läuft im Moment, die Amerikanerin. Vielleicht geht es da, sich anzuhängen, Einteilung natürlich auch hier wichtig. Die erste Runde, Durchgangszeit für Schuck einmal 1:04 knapp. Sarah Lager etwa 2 Sekunden dahinter. Jetzt ist wichtig, die letzten 400 Meter. Also wenn Lager vor Schuck ist, dann hat sie diesen Prestigekampf gegen die Junioren-Europameisterin gewonnen. Und da war Schuck immerhin in diesem Wettkampf vor einem Jahr in Grosseto 300 Punkte besser als Sarah Lager. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Kärntnerin schon wichtig ist, mit der Ukrainerin mitzugehen. Also Rieser hat sie schon mal überholt, Sarah Lager aktuell auf Platz 2. Vielleicht geht sogar noch ein Laufsieg. Schaut super aus, die 18-jährige Kärntnerin. Da ist dran an Alina Schuck und jetzt mit dem Heimvorteil. Drittes Antreten in Götzi. 6.012 Punkte hat sie letztes Mal gemacht. Ihre Bestleistung mittlerweile eben schon höher. Und jetzt noch knappe 100 Meter. Sarah Lager schließt auf zu Alina Schuck. Jetzt kontert die Ukrainerin allerdings. Risa kommt auch noch einmal. Ja, Alina Schuck wird sich durchsetzen und Sarah Lager mit einer allerdings sehr guten Zeit unter 2:12 hier mit Risa und Schuck im Ziel. Also die Einzelleistung, glaube ich, sehr stark. Eine 2:10 von Schuck. Wahnsinn. So schnell ist die Ukraine noch nie gelaufen. 2:10,93. Damit rettet Alina Schuck da auch noch einmal viele Punkte herein. Zum dritten Lauf. Risa 2:11,61. Und Sarah Lager läuft grandiose 2:11,70. Und das müssen erst einmal andere hinbringen. Das ist eine exzellente 800 Meter Zeit für eine Siebenkämpferin. 21 Punkte fehlen ihr auf Alina Schuck, aber Alison Rieser zum Beispiel hat sie in Summe auf Distanz gehalten. Ich glaube, da wird die ein oder andere da noch aus dem finalen Lauf dahinter bleiben. Alex Guschino zum Beispiel, die zweite Westamerikanerin, die ist in der Gesamtwertung hinter Sarah Lager. Und ich kann Ihnen jetzt auch schon die Gesamtpunkte der Kärntnerin sagen. 6.156 Punkte. Steigert sich um 73 Zähler. Und das ist eine ganz gewaltige Leistung für die 18-Jährige. Wenn man bedenkt, nur Ivona Dadic und Verena Breiner haben jemals als Österreicherin 6.000 Punkte überboten. Und Lager hat sich da jetzt schon eine weitere Dimension nach oben geschoben. Und das heißt jetzt auch für Karin Strametz, die 6.156 Punkte zu bringen, um sich für Berlin zu qualifizieren. Denn Lager ist jetzt einmal ganz klar die Nummer 3 auf diesem Weg. Also auch wenn jetzt die Ukrainerin da noch die Teenager-Wertung gewinnen sollte, die es natürlich nicht wirklich gibt, die ich erfunden habe, ist Sarah Lager auf jeden Fall
sogar einen Platz in der Nähe der Top 10 zuzutrauen. Denn Anna Maywald ist nicht gestartet, die Deutsche. Somit schaut es so aus im Ergebnis. Mareike Arndt 2:15.86. Volle Lautstärke und ein kochendes Stadion. Die bleibt auch hinter Sarah Lager.